So, dann würde ich mal sagen, nach 2 Wochen kein Podcast, also quasi einer Woche kein Podcast. Herzlich willkommen zurück. Moin, ihr Freunde. Hier sind wir wieder. Genau. Wir haben ja die letzten 2 Wochen die Videos rausgehauen von unserem Rear Seat Delete oder besser gesagt Rücksitzausbau. Und dann kam ich so ein bisschen auf die Idee, was wir uns ja echt viel Gedanken drüber machen, ist über Stauraumoptimierung, Stauplatzoptimierung Ja. im Camper. Und dann habe ich mir gedacht, da könnte man eigentlich mal eine komplette Podcast-Folge drüber machen. Genau. Was verstaut man wo? Was ist klein? Was ist groß? Und wie viel Fläche hat Richtig. man überhaupt oder so? Genau, weil mit so einem kleinen Camper, wie wir haben und ja, viele andere auch mit ihren VW-Bussen und Offroad-Campern, muss man schon so ein bisschen auf den Platz achten und was man kauft. Da kann man nicht die komplette Gartenabteilung von Obi, Tom und Baumarkt mitnehmen, Wieso sondern die Gartenabteilung beim Campen? ja, da gibt es doch diese Da Gartenmöbel, diese, ist so die Möbel. ja, na klar, doch keine Blumen, Ja, Mann. ich dachte gerade, Gartenschere brauche Nein. ich nicht beim Campen. Na, sag sowas nicht. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Nee, wie auch immer. Und wir gucken ja immer, dass wir diese ganzen Sachen so ein bisschen optimieren. Und Stichpunkt Optimierung sind wir ja quasi schon an dem Punkt, warum wir letzte Woche keinen Podcast rausgehauen haben. Ja, das können jetzt leider nur die auf YouTube sehen. Und nicht die Richtig. Podcast-Hörer. Richtig. Somit an diejenigen, die noch nicht in unseren YouTube-Podcast reingeguckt haben. Also quasi das, was man hier hört, kann man sich auch auf YouTube angucken. Ja, geht mal vorbei, schaut euch das Ganze mal an. Wir haben unser Podcast-Studio so ein bisschen optimiert und geändert und Ja, einmal und alles neu gemacht. genau, und sind noch dabei, diverse Optimierungen durchzuführen. Es ist, Richtig. denke ich, noch nicht ganz final, aber wir wollten es mal ein bisschen wohnlicher gestalten. Richtig. Auch ein bisschen. Ja, dass es halt zum Overlanding- und Reisepodcast passt. Genau, also somit herzlich willkommen in unserem Overlanding- und Reisepodcast. In diesem Teil soll es quasi um Stauraumoptimierung in kleinen Campern gehen, worauf man achten sollte, was wir gemacht haben und ob wir damit zufrieden sind und so weiter. Und dann würde ich mal sagen, jetzt hauen wir das Intro rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Los geht's. Tschüssi! Also, bis gleich. Wir sind Steven Und Johanna. und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug und einen der allerersten Canopy Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut mit allem, was dazugehört, Standheizung und so weiter und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin verschlägt. Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding- und Reisepodcast. Ich bin bereit. Ja, Standardspruch und somit herzlich willkommen Kommt zurück zurück in in diesen diesem Podcast. Podcast. Oh Mann, ey, Klassiker. Brauchen Trommelwirbel-Button. Ja, der ist noch nicht da. Kommt dann im nächsten Wie Podcast. gesagt, wir sind noch am Optimieren. Richtig. Also, Rear Seat Delete. Was würdest du sagen, hat sich das Ganze gelohnt? Um einfach mal so vorne wegzugreifen. Hat sich's gelohnt? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist mit dem Kühlschrank. Ich glaube, das ist dann nochmal so wirklich der Punkt, wo es dann so richtig cool wird. Weil wir hatten ihn ja jetzt noch nicht dabei auf der Reise. Aber der passt da jetzt halt richtig gut rein. Und ich glaube, das wird richtig angenehm jetzt auch auf unseren Sommertrips und Wochenendausflügen und so. Ja, ich muss sagen, wieso der Kühlschrank noch nicht drin ist, ist so eine Sache. Ich möchte den Kühlschrank tatsächlich, also man kennt es ja von vielen Defendern, dass man diesen Auszug reinmachen kann, dass man ihn so leicht abklappen kann und dann sinnvoll hinkommt. Den würde ich gerne hinten einbauen. Allerdings bin ich mir noch nicht so 100% sicher, ob das mit der Tür funktioniert sinnvoll und ob der da allgemein gut reinpasst. Deswegen habe ich den noch nicht eingebaut. Ich habe noch keine wirklich gute, brauchbare, schöne Lösung gefunden, Ja. wie wir ihn ansonsten schöner befestigen können. Deswegen ist er noch nicht drin. Aber ich denke, zu dieser Sommersaison wird dann auf jeden Fall Einzug erhalten. Genau, das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Es ist auf jeden Fall eine knappe Kiste, dadurch, dass die Tür beim Ford Ranger nicht so ganz aufgeht hinten. Es steht nicht im rechten Winkel, sondern ein bisschen weniger. Und dadurch ist der Eingang halt so klein. Der Vorteil ist allerdings bei dem Rear Seat Delete, dass man ja den Kühlschrank eigentlich quasi bis fast hinten hinknallen kann, also bis quasi fast ans Ende der Türöffnung. Wo dann natürlich der Vorteil wäre, wenn wir den Slide-Out hätten, dann könnten wir quasi den Kühlschrank rausliden und könnten dann die Öffnung vom Rear Seat Delete aufmachen. Weil wenn wir keinen Ja, Slide-Out hätten, dann müssten wir ja stimmt. jedes Mal den Kühlschrank irgendwie beiseite heben oder wie auch immer, weil wir diesen Slide-Out haben. Dann können wir im Prinzip einfach den Kühlschrank so ein Stückchen rausschieben und dann kommen wir ganz gemütlich an die ganzen Sachen hinten ran.
Ja, das stimmt, da kommen wir nicht mehr dran, ja. Aber die Fächer finde ich auf jeden Fall mega cool. Ich war echt erstaunt, wie viel da letztendlich reinpasst. Ja, das Im ist Wahnsinn. Prinzip, es braucht weniger Platz, als die Rücksitzbank, also die Lehne hinten gebraucht hat. Dahinter waren, sind ja auch immer so ein paar Sachen verstaut. Und es ist einfach gefühlt zweimal doppelt so viel Platz. Ja, auf jeden Fall. Man kann es halt hinten drin wirklich schön aufstapeln und so. Und hat dann wirklich echt richtig gut Platz. Auch vor allem, was mich immer mega gestört hatte, unser Kompressor hatten wir immer hinten drin im Camper. Und zusammen mit der Tasche mit den Landstromkabeln. Und der hat schon wirklich echt massiv viel Platz immer weggenommen. Also Ja, diese es war halt zwei das eine Teile. Klamottenfach. Wir haben ja unter der Sitzbank zwei große Fächer, wo wir eigentlich immer unsere Klamotten und so reintun, so die Also größeren in der Sachen. hinteren Sitzbank, nicht vorderen Sitzbank. Ja, genau, also im Camper hinten, ja. Genau. Genau. Und ja, es hat schon Platz weggenommen, ne? Ja, übel. Und das war auch so eigentlich der Grund, wieso ich gesagt habe, hey, ich will unbedingt irgendwie die zwei Sachen noch aus diesem Camper rauskriegen. Und seitdem haben wir immens viel mehr Platz gewonnen, auch hinten drin eben. Was wieder so eine Sache ist bei Stauraumoptimierung, wenn man manche Sachen so optimiert, dass man sie aus einer Ecke wegräumen kann und in einen anderen Abteil oder in andere, ja, einen anderen Platz quasi verstauen kann, Ja. dann hat man andere Plätze gut genutzt und somit an einem anderen Standort quasi wieder noch viel mehr Platz gewonnen. Das ist auch mega Ja. gut. Ist aber letztendlich dieses Thema, ne? Im Canopy-Camper, klar, man hat wenig Platz. Wir haben jetzt auch noch ein Doppelkabinenauto und dementsprechend ist der Camper hinten noch ein bisschen kürzer. Das heißt, man überlegt halt, was braucht man denn wirklich im Camper und was kann eventuell irgendwie nach außen ans Fahrzeug oder in die Fahrerkabine rein. Gerade die Bergungsequipment, Kompressor, Stromkabel oder so. Das brauchen wir ja nicht am Abend, wenn man im Camper sitzt. Nee, absolut nicht. Also vor allem nicht hinten drinne. Vor allem, was auch noch gut war, im Racy Delete, dass man einfach an Höhe gewonnen hat. Quasi, also die Sitzbank, die hat da irgendwie so 20 cm gut aufgetragen. Jetzt hat man wirklich nur diese, ich weiß gar nicht mehr, glaube 12 mm Platte, die wir drinne liegen haben, drinne. Und dann war es das. Dann hat man echt wirklich übelst viel Platz nach oben. Man kann wirklich schön durchladen. Was allerdings jetzt dann quasi als, ja, ist kein Problem, es ist, ja, Luxusproblem quasi. Unsere Frontraderstühle, die wir hatten, die haben eigentlich immer perfekt zwischen Sitzplatz vorne, also zwischen Beifahrersitz und hinten der Rücksitzbank quasi gepasst. Hatten das perfekte Format dafür, richtige Genau. Breite, richtige Höhe. Ja, die waren einfach perfekt dafür gemacht und das war echt super. Und das Problem ist halt jetzt, dadurch, dass quasi diese Rücksitzbank von der Höhe her fehlt, sind die wirklich nur noch unten so die letzten 10 cm oder die ersten 10 cm, dann fallen die halt immer um. Und das ist das Problem, wieso, also um noch kurz Nee. auszuholen, der eine Stuhl ist eh kaputt gegangen. Also wir Genau. haben ihn jetzt seit 3 Jahren, glaube ich. Der ist jetzt dann kaputt gegangen nach 3 Jahren wirklich intensiver Nutzung. Ich habe den auch mal beim Arbeiten gehabt und wie auch immer. Und deswegen musste jetzt was Neues her. Genau. Und das ist auch der Grund, wieso wir hier auf zwei neuen ja, Sitzen, Stühlen, Stühlen, was auf neuen Campingstühlen Sitz, ach so, auf sitzen, neuen ja. Sitzen sitzen, meinst du? Richtig, auf neuen Campingstühlen sitzen. Ja. Wir lieben es, Dinge, sag ich mal, multifunktional einzusetzen. Zum einen passen sie natürlich super in diesen Podcast hier rein, weil es ja ein Reise- und Overlanding-Podcast. Ja, und zum anderen können wir sie halt dann auch im Camper immer verwenden. Sind auf jeden Fall super stabil und super gemütlich vor allem. Ja, das Coole ist, bei den neuen Stühlen, jetzt haben wir uns mal was gegönnt. Ja, Sie haben jetzt wirklich eine gegönnt. höhere Lehne, das ist jetzt schon echt angenehm. Ja, man kann mal den Kopf anlehnen. Ja, sie sind ein bisschen bequemer als die Frontrunner-Stühle. Und eben, was jetzt eigentlich der Hauptgrund war, warum wir uns für die Stühle entschieden haben, wir haben oben auf unserem Rear Seat Delete ja noch so einen breiten Vorsprung quasi, wo wir immer Sachen draufgelegt hatten. Und diese Das haben wir auf der Stühle, Reise echt viel genutzt. genau, das haben wir auf der Reise wirklich viel genutzt. Und diese Stühle passen einfach wirklich perfekt da oben drauf. Also, die kann man perfekt einfach oben drauflegen. Dann stören sie nicht, nehmen überhaupt keinen Platz weg und man kann trotz alledessen, wenn zwei Stühle nebeneinander liegen, immer noch was nebendran legen. Also sind sie halt jetzt eben Punkt Stauraumoptimierung einfach wieder deutlich besser als die Frontrunner-Stühle. Ja, sie sind schon noch mal kleiner. Man hat so eine kleine, ich sag mal, isomattenähnliche Tasche. So, bisschen Ja. kleiner wahrscheinlich, je nachdem, was für eine Isomatte man hat, aber. Ja, wir müssen da unbedingt mal ein Video drüber machen. Die sind von der Aufmachung her sind die echt cool gemacht. Eben mit so einem Teleskopstabsystem, wie quasi im So. Prinzip die Zelte, sind auch super schnell aufzubauen. Genau. Also Ja. an der Stelle keine Schleichwerbung oder Nee, nee. wir wurden auch nicht gesponsert oder haben die auch nicht bekommen.
Wir haben die selber gezahlt und die waren echt gar nicht mal so günstig. Selber im Online-Shop gekauft. Ja, und bei Globetrotter Probe gesessen. Genau. Aber da gab es sie nicht, wie wir sie haben wollten. Sonst hätten wir sie dort gekauft. Ja, jetzt testen wir sie erstmal, würde ich sagen. Genau. Was würdest du sagen, war die beste Stauraumoptimierung, die wir, seitdem wir den Canopy Camper haben, gemacht haben? Gehen wir jetzt schon weiter. Die beste Stauraumoptimierung. Kannst auch gerne nochmal auf das Real-City-Lead zurückkommen, wenn du noch irgendwas hast. Keine Ahnung. Ich glaube immer, du grübelst ein bisschen mehr über Stauraumoptimierung rum als ich. Über alles. Über alles grübelst du ganz, ganz gerne. Ich muss sagen, so generell bin ich eigentlich echt erstaunt oder froh, dass wir eigentlich kaum Platzprobleme haben. Also bisher haben wir echt alles immer ganz gut unterbekommen, auch auf längeren Reisen und so. Thema Real-City-Lead wollte ich dich nämlich noch fragen. Ja, hau raus. Ob du es generell anderen Leuten empfehlen würdest, ob du sagen würdest, das ist es wert, dass man dafür halt hinten keine Sitzbank mehr hat. Ich muss sagen, ich habe, also wieso ich das auch wirklich ganz lange rausgezögert habe, dieses Real Seat Delete zu bauen, war eine Sache, in Amerika bei den Toyota Tacomas kann man ja sich entscheiden, ob man zum Beispiel zwei Sitze drinne, also ist ja auch hinten drin eine Dreier-Sitzbank drinne. Allerdings ist die halt getrennt. Also man kann sich entscheiden, ob man zwei Sitzplätze drinne lässt und nur einen rausschmeißt oder ob man einen Sitzplatz drinne lässt und zwei Sitzplätze rausschmeißt oder halt eben alle drei. Das war eine Sache, die ich wirklich massiv cool finde, dass man halt einfach wirklich noch einen Sitzplatz einfach drinne lassen kann, egal ob man sich einfach mal hinten reinsitzen möchte, ob man noch jemanden mitnehmen möchte. Das ist einfach wirklich mega praktisch. Oder man halt eben wirklich zwei Sitze drinne lässt und nur einen rausschmeißt und einen Kühlschrank reinbaut und einen kleinen Stauplatzoptimierung, wie auch immer. Ich hatte mir wirklich lange, lange Gedanken gemacht, ob es irgendeine Lösung gibt, beim Ford Ranger auch irgendwie einen Sitzplatz drinne zu lassen. Allerdings ist es so halt von den Montagepunkten gar nicht so möglich, weil die halt eben in der Mitte keine Montagemöglichkeiten haben, sondern nur diese eine, so eine Metallbar im Prinzip hinten durch. Dadurch ist es einfach nicht möglich. Und ja, das war jetzt zum Beispiel auf der Reise doof, ehrlich gesagt, wo wir zum Beispiel zu dritt waren mit Julian. Weil wenn man halt in die Stadt reinfahren wollte, mussten in Anführungszeichen mit seinem Auto fahren, weil er darf ja mehrere Personen mitnehmen. Wir konnten es dann halt einfach nicht mehr. Aber zu 90% aller Fälle ist es bei uns halt so, dass wir einfach keine Person mitnehmen müssen und dann lieber den Stauplatz haben, als dass wir immer diese Sitzplätze drin haben, die wir einfach eh nie gebraucht haben. Zumal das war jetzt auch eine Winterreise, ne? Normalerweise, wenn du im Sommer irgendwo auf dem Campingplatz bist und in die Stadt möchtest, dann laufen wir oder dann kann man auch einen Bus nehmen oder irgendwas oder ein Fahrrad mieten, irgendwas gibt es ja auch immer, falls es dann der Fall sein sollte. Ja, ist schon so. Klar, wie gesagt, es sind einfach die Sachen, manchmal ist es so, da denkt man sich, ja, jetzt wäre, also es fällt natürlich immer öfters auf, wenn man jetzt dann halt noch irgendwelche Leute mitnehmen möchte, weil man halt einfach die Möglichkeit nicht mehr hat, logischerweise. Aber ich würde jetzt im Nachhinein nach wie vor immer noch sagen, es war das Beste, was wir gemacht haben, tatsächlich die Rücksitzbank rauszuschmeißen und lieber diesen Stauraum oder diesen Stauplatz zu haben. Ich finde es auch mega. Und vor allem, wenn man sagt im halben Jahr, ah nee, jetzt brauchen wir es doch nicht mehr, dann ist es auch relativ schnell wieder umgebaut. Genau, wir haben es ja so gebaut, dass wir keine Löcher bohren mussten, dass wir nichts nochmal zusätzlich kaputt machen mussten, sondern es ist wirklich nur mit den vorhandenen Verschraubungen quasi passiert und mit den vorhandenen Montagepunkten. Ja, genau. So, jetzt frage ich dich aber, weil du, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles für Stauraumoptimierungen durchgeführt haben. Du weißt es vielleicht noch besser. Ja. Was ist dein Favorit? Die erste und größte Stauplatz- oder Stauraumoptimierung war in der Küchenzeile. Hatten wir unten drinne eigentlich rechts, also da, wo wir normalerweise frischen Abwasser drin haben, unterhalb der Spüle, hatten wir auf der rechten Seite eigentlich nur eine große Stauklappe. Die war aber richtig doof. Das haben wir auf der ersten langen Reise nach Skandinavien, auch ins Nordkap hoch, haben wir gemerkt, das taugt nicht, weil man konnte da das Essen halt nur irgendwie aufstapeln. Wenn man was mochte oder wollte, dann musste man das komplette Zeugs rausholen halt wieder, dass man sinnvoll rankommt. Das war wirklich ultra nervig. Wir hatten auch so eine Pappkarton drin, gell? Ja, genau. Aber das war irgendwie nicht so sinnvoll. Ja. Und dann haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, da Schubladen einzubauen. Ich muss sagen, wenn du mich fragen würdest, was das Beschissenste war an dem ganzen Camper-Ausbau, dann sind es die Schubladen. Allerdings, wenn du mich fragst, was das Beste an dem ganzen Camper ist, dann sind es die Schubladen. Also Appell an alle Selbstausbauer, Schubladen sind bescheiden zum Einbauen, aber sie sind es wert. Ja, also alle Videos, die ich bis jetzt gesehen habe von irgendwelchen Leuten, die Schubladen in ihre Camper reingebaut haben, jeder flucht rum.
Weil es ist so, keine Ahnung, du kannst vom Boden hochmessen und dann die Schienen und Leisten und dann kannst du auch perfekt mit einem Holzbrett quasi als Spacer zu den nächsten, dass es dann perfekt passt, aber du musst halt da wirklich auf Millimeter arbeiten, dass die Spaltmaße passen. Dann passt es wieder nicht, dann läuft das Ding irgendwie halb schräg raus und alter Lachs, Ja. da irgendwann kriegst du echt einen zu viel dann. Also irgendwann ist echt Ende Gelände dann. Da muss man dann die Taktik fahren, einfach erstmal machen und wenn es nichts wird, dann liegen lassen und am nächsten Tag nochmal rangehen. Ja, eigentlich schon. Aber ich bin so ein Fan davon, irgendwie, keine Ahnung, ich will es dann halt fertig kriegen, weil dann will ich auch wissen, wie es dann aussieht und ob es Ja, funktioniert und klar. keine Ahnung. Ja. Ja, aber vom Stauraum her ist es mega. Also gerade für so, wenn man so Kleinkram hat, der sich nicht gut stapeln lässt, sagen wir es mal so. Also gerade Essen und verschiedene Sachen. Dann sind Schubladen echt das Beste. Oder halt ein Fach, wo man von oben aufmachen kann. Ich muss ja sagen, das ist jetzt keine Stauraumoptimierung, aber was ich richtig cool finde, da über der Batterie, hinten in der Mitte, das ist eigentlich ein ziemlich kleiner Bereich der Sitzbank. Aber da haben wir auch noch ein Fach reingemacht. Das ist, keine Ahnung, vielleicht 10 cm hoch. Kam mit der Klappe ran und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel da letztendlich reinpasst. Also selbst wenn man noch 10 cm Luft in einem Fach hat, wo unten Batterie oder irgendein Elektro oder Standheizung oder irgendwas drin ist, es lohnt sich da noch einen Boden rein zu machen, dass man es als Fach nutzen kann, weil doch immer mehr reinpasst, als man denkt. Ja, absolut. Also es sind so Sachen, in einem Camper, in einem kleinen Camper vor allem, muss man einfach wirklich Step by Step einfach lernen oder gucken, was funktioniert nicht. Ich muss sagen, zwischen dem ersten und dem zweiten Ausbau, den wir gemacht hatten, also für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir hatten ja den ganzen Ausbau schon mal reingebaut, allerdings mit zu dickem Holz und zu schwer und hatten dann Wassereinbruch und wie auch immer. Und haben uns dann dazu entschieden, das Ganze nochmal zu machen, aber dann halt eben auch mit ein bisschen mehr Erfahrung, die wir gesammelt hatten, sowohl im Bauen als auch nachher auf Reisen. Ja, das Ganze halt ein bisschen besser zu machen und zu updaten. Und das ist uns auch wirklich extrem gut gelungen. Wir haben dann wirklich bessere Verschlüsse genommen, die wirklich auch pistentauglich sind, wirklich halten, ohne zu rütteln. Wir konnten innen drinne viele Fächer eben noch mit Filz auskleiden, was dann quasi deutlich schöner wirkt und was vor allem auch gegen Rumrütteln und so ein Zeug einfach deutlich besser ist. Wir konnten ja viele Sachen einfach nochmal optimieren. Und da sind Ja. echt so Kleinigkeiten rausgeflogen, wo wir einfach gesagt haben, wir hatten zum Beispiel hinter der Sitzfläche Ah ja. hatten wir solche Keile, wo wir die Rücksitzwand quasi anlehnen konnten. Und dann war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, so, wir haben noch unten drunter so ein Brüstung, ey, so ein Kabelkanal. Da habe ich auch gesagt, zwischen Kabelkanal und dem Brett oben haben wir auch nochmal so 10 Zentimeter. Da könnte man auch nochmal ein Fach einbauen, weil letzten Endes, man kann es halt nutzen, man kann Sachen reinschmeißen. Ja. Ach, stimmt. Haben wir reingebaut, haben wir aber nie verwendet. Ich muss Also wirklich sagen, ich nie. fand die Fächer richtig cool. Auch die Idee und so. Ich fand's voll geil, aber ja, letztendlich benutzt haben wir sie nie, ne? Nee, gar nie. Also Ja. wirklich eigentlich nie. Ja. Und das war dann echt so eine Sache, wo man dann gesagt hat, okay, es war eine coole Idee, aber es fliegt halt raus, weil man braucht es nicht. Und dann ist echt so eine Sache, lieber sich auf ja, was Kleineres fixieren und sagen, okay, lieber ein bisschen weniger, aber dafür halt wirklich funktionabel, Funktionell? funktionell, funktionabel. Nee, funktionabel ist es nicht. Ja, nicht Nee. so. Funktionabel. Spannendes Wort. Genau, nee, wie auch immer. Also auf jeden Fall sich eher ein bisschen zurücknehmen, eher ein bisschen gucken, was braucht man wirklich und das dann lieber sinnvoll ausreifen. Und dann eben, wenn man merkt, meinetwegen nach 3, 4, 5 Monaten, dass es schon die richtige Richtung, aber noch nicht 100%, dann vielleicht auch nochmal rausreißen, nochmal neu bauen oder optimieren halt. Ja, letztendlich das, was du gerade gesagt hast, trifft auch ganz gut auf Equipment zu. Und so, also gerade Kocher, Stühle, keine Ahnung, alles mögliche Zeug, was man braucht, was Platz wegnimmt. Ich glaube, man muss bei so einem kleinen Camper ein bisschen minimalistisch sein und multifunktional und sich auch Dinge suchen, die im besten Fall mehrfach verwendet werden können und dann nur halb so viel Platz brauchen, logischerweise. Ja, vor allem halt immer, also jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, nicht das erstbeste Produkt kaufen, was einem halt über den Weg fliegt, wenn man sagt, ja, das könnte schon passen. Ich bin da eh, glaube ich, ein bisschen ganz extrem unterwegs, was Equipment angeht und was vor allem Equipment angeht, von der Qualität her. Ich bin halt auch so ein Mensch, der sagt, okay, ich suche lieber nochmal einen Monat oder einen halben Monat länger, dass ich halt wirklich das Produkt gefunden habe, was wirklich perfekt halt dazu passt, was mir von der Optik her gefällt, was mir von der Qualität her, von der Verarbeitung her gefällt und halt auch unserem Nutzen dient und da halt dann auch perfekt reinpasst einfach. Und ja, letzten Endes, also
was das auf keinen Fall bedeuten soll, dass man alle 3 Monate sich irgendwas kauft, merkt, es funktioniert nicht und dann nach 3 Monaten wegschmeißt im schlimmsten Fall und neu kauft, auf keinen Fall, das ist ganz doof. Aber deswegen sage ich ja, ich bin eben Freund davon, lieber noch mal ein bisschen länger zu gucken, lieber sich noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann wirklich, auch wenn es ein bisschen teurer ist, lieber das zu kaufen, was ich wirklich sage, das funktioniert für uns und das ist wirklich auch das, was ich haben möchte und nicht einfach nur, ja, ein Kompromiss. Ist so. Genau, also wo ich zum Beispiel auch wieder an unseren 2, also 2-Burner-Stove denke. Ja, ich habe gerade auch überlegt, was mir da so als Beispiel einfällt, ja. Ja, da hatten wir auch ein paar, also einen bestellt, einen Haufen angeguckt und so und das war einfach den ersten, den wir uns bestellt hatten, angeguckt. Der war viel zu riesig, das war ein Riesenprügel. Ja, die Sache ist, mit diesen 2-Burner, also 2 flammigen Gasherden im Camperbereich, die sind alle so riesig. Klar, es ist irgendwie dafür gedacht, wenn du mit einer Familie unterwegs bist im Auto und dann schön ausbreitest und kochst, aber es sind im Prinzip nur 2 so kleine Kocher und dieses Gehäuse ist einfach so riesig drumherum gebaut, wo du denkst, baut es doch mal in klein, wir wollen es bitte in schmal haben. Ja, gibt's ja, haben wir gefunden und auch da gibt's ja auch wieder den anderen, den, wo wir dann letzten Endes nachher gekauft haben, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, den, wo wir gekauft haben, das ist ja auch so die runterreduzierte Variante. Es gibt ja den eben mit noch solchen Holzleisten drauf und irgendwelchen Füßchen drunter. Brauchen wir alles nicht. Wir wollen einfach klein, kompakt, schmal, aber dafür robust. Es gibt auch eben diese 2 flammigen Kocher von, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Diese blauen. Auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ja, diese typische Marke. Ja, diese Gasmarke. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Ja, die Dinger sind halt einfach nicht wirklich geil. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ich baue mir den jetzt nicht in den Camper rein oder kaufe ihn mir halt einfach nur, weil er billig ist, sondern ich versuche halt einfach, wie gesagt, ein Produkt zu kaufen, wo ich auch der Meinung bin, dass das lange hält. Vor allem informiere ich mich halt auch in der Regel davor immer, wie es mit Ersatzteilen aussieht. Kriegt man Ersatzteile für, sind die Ersatzteile halt robust, so dass man sagt, okay, weiß ich nicht, wenn mir irgendwie so ein, was auch immer kaputt geht, kann ich da anrufen, kann sagen, hey, mir ist das kaputt gegangen, ich muss jetzt nicht einen komplett robusten Kocher wegschmeißen, nur weil mir halt irgendwie eine Gasdüse kaputt gegangen ist. Das ist mir halt einfach wichtig. Und ja, so kann man einfach durch einen kompletten Camper der Reihe nach Step-by-Step durchgehen und sich das halt alles angucken, ne? Und halt optimieren. Auch zum Beispiel Wasserpumpen ist auch so eine Sache. Wir hatten ja schon eine Wasserpumpe gekauft für unseren Camper. Eine Lilie-Wasserpumpe. Das Ding war einfach völlig überdimensioniert für unseren Camper. Viel zu riesig, viel zu krass und viel zu brachial. Wo ich dann gesagt habe, ja klar, ich kann das Ding einbauen. Ich habe da eine massive Pumpe oder Wasserpumpe bei mir im Camper drin oder bei uns. Aber wir brauchen es halt einfach nicht. Und dann haben wir uns eben auch nochmal dazu entschieden, zu sagen, okay, wir gehen lieber auf eine kleinere Wasserpumpe, die vollkommen ausreicht bei uns und halt viel weniger Platz wegnimmt und man nachher letzten Endes keinen Unterschied merkt, weil das Wasser kommt halt immer gleich raus. Ja, sie war erstaunlich schwer zu finden, ne, irgendwie. So ist meistens für die großen Camper mit großer Wasserversorgung gedacht, wo du es halt auch brauchst. Ja, genau. Ja, aber wir haben jetzt eine. Müssen sie noch einbauen. Genau. Ja, richtig. Da hatten wir zum Beispiel auch gemerkt, unterwegs auf Reisen, wir hatten ja, kann ich ja hier schon mal so sagen, wir wollten ja eigentlich die ganze Wasserversorgung noch draußen legen, dass wirklich nur ein Schlauch raus und ein Schlauch wieder reinkommt aus dem Camper. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil wir haben allein nur diesen Wasserhahn, den wir nach außen gelegt haben, hinten ans Ende vom Camper, den haben wir wirklich komplett trocken gelegt, vermeintlich komplett trocken gelegt jetzt im Winter. Allerdings muss da irgendwie noch so ein mini bisschen Wasser drin gewesen sein auf unserer Nordkap-Reise, was das Ding halt einfach zum Sprengen gebracht hat. Ja, der ist jetzt kaputt, ne? Genau, was mich dann halt wieder dazu gebracht hat, es macht halt einfach keinen Sinn, seine komplette Wasserversorgung nach außen zu legen, selbst wenn ich die Wasserpumpe wirklich mit Druckluft oder was auch immer versuche, jedes Mal, jeden Winter komplett trocken zu kriegen, ist das noch irgendwie ein mini bisschen was drin und mir sprengt es halt jeden Winter meine Wasserversorgung weg. Ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Nee, das ist ja nicht Sinn und Zweck dahinter, ne? Nee, absolut nicht. Vor allem jetzt auch nicht gerade so umweltbewusst, jedes Jahr eine neue Pumpe zu kaufen. Also. Ja. Frage. Ja. Was würdest du sagen, wenn jemand sich einen Innenausbau plant, was er in Bezug auf Stauraum beachten sollte, wenn er sich seinen Möbelausbau plant? Ich glaube, sich im allerersten Schritt erstmal Gedanken machen, mit wie vielen Personen reise ich in dem Fahrzeug. Habe ich einen Hund mit dabei oder einfach nur zu zweit? Wie groß bin ich? Das ist auch tatsächlich so eine Sache, wenn man relativ
groß und geräumig ist als Mensch. Also es ist jetzt nicht auf dicke, es ist auch einfach auf muskulöse, breit gebaute Typen. Also gehöre ich jetzt auch nicht dazu, aber halt auf einfach, wie auch immer man halt gebaut ist. Und auch groß, lange Beine und so. Genau, sollte einfach so ein bisschen gucken. Dadurch, dass wir beide, sage ich mal, relativ Durchschnittspersonen sind, konnten wir unsere Sitzbank einfach auf eine Seite hinbauen, können einfach beide nebeneinander drauf sitzen und haben genug Platz. Wenn man halt einfach ja, relativ stämmig ist und breit gebaut, dann ist halt die Frage, ob man wirklich zu zweit nebeneinander passt oder ob man halt eher gegenüber sitzen sollte und die Küche zum Beispiel an die hintere Wand dran bauen sollte, dafür aber vorne gemütlich zwei Sitzplätze hat, wo man seine Beine ein bisschen weiter ausstrecken kann. Deswegen hier auf jeden Fall, sage ich mal, im ersten Schritt halt mal gucken, wie reise ich, mit wem reise ich und vor allem bin ich ein Mensch, der eher sagt, ich habe einfach zwei kleine Taschen mit Klamotten, wenn ich 3, 4 Wochen unterwegs bin. Oder bin ich ein Mensch, der mein Föhn und mein Haartrockner und keine Ahnung, was schießt mich tot, alles mit dabei habe und meine elektrische Zahnbürste und wie auch immer. Dass man sich quasi im Vorhinein schon überlegt, was nehme ich denn überhaupt mit, was habe ich dabei und das dann tatsächlich auch schon berücksichtigt bei der Planung, oder? Genau, würde ich auf jeden Fall definitiv gucken. Das macht auf jeden Fall Sinn. Sich im Vorhinein einfach Gedanken machen, was brauche ich, was nehme ich immer mit, was möchte ich auf Reisen mit dabei haben. Es gibt zum Beispiel auch viele Leute, die wirklich viel Wert drauf legen. Viele Kocher, Grills, Kochutensilien, eben hier diesen Omnia-Kocher, heißt ja Omnia? Heißt Was Omnia. für ein Kocher? Diese Ah ja, Backblechform, Omnia, ja, genau. wie auch immer, Omnia-Backblech-Dingens und halt eben noch irgendwelche Grills und irgendwie diesen Gusseisentopf, wie heißt der schon wieder? Dutch-Ofen? Ja, Dutch-Ofen. Dutch-Oven. Genau, wenn man halt einfach so Zeugs alles mitnehmen möchte, dann muss man sich halt auch überlegen, möchte ich sie halt aufs Dach packen, möchte ich sie hinten reinpacken. Dann brauche ich halt eben nicht nur Stauraum für meine Klamotten und für meine Wasserflaschen oder so ein Zeug, sondern sollte mir halt auch noch Gedanken machen, ja, Stauraum für meine ganzen Küchenutensilien oder für meine Hobbys zum Beispiel mit einzuplanen. Ja, das stimmt. Aber du überlegst, was wir noch so dabei haben. Klar, Essen, Klamotten, Hobbys, Kameras, was auch immer. Aber wenn ich so überlege, dann fehlt bei uns hinten drin eigentlich noch ein Fach für unsere Laptops. Ja, relativ irgendwie. Wir schmeißen die eigentlich immer zu den Klamotten mit rein. Bietet sich eigentlich immer super an. Dann sind die eigentlich in der Regel eigentlich echt gut gepolstert und geschützt. Ja, also ich persönlich würde eigentlich, glaube ich, nichts mehr ändern wollen. Okay. Also Ich bin zufrieden. was zum Beispiel auch gut war, war hinten genug Anschlüsse reinzubauen, Stromanschlüsse für Laptops und USB. Was ich mir jetzt zum Beispiel im Nachhinein auch einfällt, dass wir eigentlich vielleicht mittlerweile sogar mal USB-C-Steckdosen einbauen könnten. Oh, stimmt. Da sind wir jetzt fast schon beim Ich wollte gerade sagen, aber Elektrothema. das sind wir Elektro, das ist ein anderes Thema. Machen wir vielleicht auch mal noch Genau. ein bisschen ausführlicher. Genau, aber auch was Hobbys zum Beispiel angeht, ist auch so eine Sache jetzt mit unseren Tauchsachen. Die würden jetzt auch super hinten auf den Rücksitz, also in das Rear Seat Delete reinpassen, weil man sie einfach viel gemütlicher alle reinschieben kann. Eine viel Das wäre jetzt größere Fläche optimal. auf der Rückbank haben, eben zum Durchzuladen. Genau. Aber Ja. leider nicht die Zeit dazu, tauchen zu gehen. Aktuell ist eng, ja. Seit Ja. einem Jahr oder anderthalb. Naja. Ja, ich überlege gerade so generell von der Planung natürlich auch die Frage, wo möchte ich denn überhaupt hinreisen und was möchte ich denn in meinem Camper machen? Also möchte ich auch im Winter reisen, möchte auch drin sitzen oder ist es tatsächlich so, dass ich nur im Sommer campen gehe und dann muss ich auch keine vollwertige Sitzbank für zwei Personen da reinbauen, sondern kann vielleicht auch ein größeres Regal oder Schrank da reinbauen. Was zum Beispiel übrigens auch überhaupt nicht verwerflich ist, wenn man nur Sommercamper ist. Irgendwie auf YouTube vor Ja, das allem. Nein, nein, nicht von dir, aber gerade auf YouTube irgendwie gibt es ganz viele Leute, irgendwie, die sich auch auf anderen Kanälen, nicht auf unserem, also dann auch gegenseitig übelst betteln und auch in diversen einschlägigen Facebook-Gruppen sich gegenseitig extrem fertig machen, weil sie sagen, hey, wir nehmen unser Dachzelt ausschließlich zum Sommerreisen. Und dann von total vielen Leuten da auch total irgendwie krasser Gegenwind kommt und wie auch immer, aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Nö, Ich ich kann es kann, irgendwie auch voll ja, nachvollziehen, ich wollte gerade oder? sagen, ich kann es total nachvollziehen. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, hey, wir haben uns den Camper gekauft, für uns ist einfach 6 Monate Campen angesagt und 6 Monate ist für uns einfach Familie, Kekse, zu Hause, ja, Weihnachten. irgendwo in der Ecke einmummeln und Sofa verbringen, ist völlig in Ja. Ordnung, kann ich total nachvollziehen. Ja, machen wir auch mal ganz gerne, Genau, also wie gesagt, man muss nicht im Winter unbedingt bei krassesten Temperaturen und ekligstem Wetter raus und in seinem Camper. ne? Ja. Muss nicht sein. Eben, aber man
weiß ja, was für ein Typ man ist und dann kann man auch dementsprechend planen. So meinte ich das, genau. Genau. Und auch im Winter kann man schöne Sommerziele erreisen mit dem Camper. Ja, wo es auch noch warm ist. So ist ja Genau. nicht. Was wir zum Beispiel diesen Winter mal ausprobieren werden. Ja, müsstest du schon ankündigen. Nö, Offiziell, okay. noch nicht. Also wir haben die große Reise hinter uns gebracht Und ans denken schon Nordkap über im die nächste Winter und nach. wie sagst du immer so schön, Nach der Reise ist vor der nach Reise. der Reise ist vor der Reise und schon auf der Rückfahrt wurden Pläne geschmiedet, sagen wir es mal so. Ja, ist doch wichtig irgendwie so. Dafür hat man sich doch so einen Camper gekauft, oder? Ja. Wo wir halt wieder beim Thema sind, ne? Also klar, man muss ja immer so ein bisschen gucken, wie man das mit Beruf und Alltag irgendwie so unter einen Hut kriegt mit dem Reisen. Aber letzten Endes ist das schon so eine Sache. Man kauft sich so einen Camper ja auch zum Verwenden und ja, das ist eigentlich, glaube ich, so einer unserer größten Hobbys geworden, zu reisen. Ja. Und deswegen ist das so eine Sache, wenn man dann auf der einen Reise ist, dann muss man sich schon wieder auf die nächste freuen können. Ja, vor Freude ist ja bekanntlich die schönste Freude, um noch ein nettes Sprichwort rauszuhauen. Richtig. Haust du hier mit den Sprichwörtern nur um dich? Ja, diesmal sogar korrekt. Ich Richtig. bringe da gerne mal was durcheinander. Ja, so drei, vier Sprichwörter werden da gerne mal vermixt miteinander. Oh Mann, ey. Wo ich gerade drüber nachdenken muss, ich weiß, wir haben es echt oft davon, aber ich muss sagen, das ist eigentlich einer meiner liebsten YouTubes. YouTubes-Kanäle. Nee, Phil und Caro machen ja aktuell gerade wieder Videos. Ja. Und ja, Phil und Caro haben ja, glaube ich, aktuell gerade ihren Motorschaden im Defender. Richtig mies. Aber das Richtig, weiß man nur, richtig wenn man ihn auf mies. Instagram auch folgt. Auf Ja, YouTube ist es noch nicht so weit. da kriegt man ja noch viel, viel mehr Informationen, auch mit ihren Ja. Klamotten, die sie gerade aktuell nicht mehr haben und so. Ja. Da läuft gerade einiges schief. Also ich muss sagen, ich kann Phil absolut nachvollziehen, wo er gar nicht mal so eine gute Laune hatte im letzten Video. Ich glaube, ich wäre auch komplett auf 300 gewesen, wenn mein Auto so viel Stress macht und ich quasi halt echt irgendwie von einem Tag, also man kennt das ja eh von Defendern, aber klar, wenn ich halt jetzt dann gerade erst irgendwie für ein paar tausend Euro alles neu machen lassen habe und neues Fahrwerk und wie auch immer und dann halt irgendwie nach ein paar hundert Kilometern dann halt einfach einen Motorschaden habe, ich, ja, würde mir richtig Ja, auf ist den Keks gehen. ärgerlich. Ich finde sogar, er ist sogar einigermaßen ruhig geblieben Ja, in finde ich Anbetracht der auch. Finde Situation. ich So, auch. ne? Ist doch okay. Und ich muss sagen, ich finde es extrem cool und extrem gut bei Phil und Caro, dass sie wirklich auch solche Emotionen und solche Momente halt auch mit reinbringen. Also, dass man nicht nur wirklich so diese immer geil, alles toll Videos dann hat, sondern dass Phil halt einfach zeigt, so hey, es ist einfach beschissen auf gut Deutsch. Mit seinem Camper irgendwo mitten in der Heide, wo einfach niemand ist, liegen zu bleiben und Probleme zu haben, finde ich super, dass er das halt einfach mal aufzeigt. Einfach, dass vielen Leuten auch bewusst ist, es ist einfach nicht schön, unterwegs Probleme zu haben mit seinem Auto. Ja, das ist nie schön. Aber das Ja. Schöne ist bisher, man findet immer eine Lösung. Irgendwie. Ja, absolut, ja. Habe ich auch schon in den Videos gesagt, von unserer Reise. Also auch hier, wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt von Phil und Caro. Einfach mal reinschauen, lohnt sich. Da seht ihr dann auch noch, wie das dann läuft, ey, quasi auf kleinstem Raum mit ihrem Defender, dann noch mittlerweile mit Kind. Genau, aber ich glaube, das machen die Nochmal eine zwei auch richtig Steigerung, ne? gut. Ja. Ziemlich cool. Wo man auch sieht, es funktioniert eigentlich auch, wenn man es nicht geplant hat, funktioniert es trotzdem eigentlich auch noch ganz gut bei ihnen. Ich glaube, Ja. das war ja so nicht geplant. Also damals bei ihrem Ausbau hat er sich ja nicht Ach geplant, dass da irgendwann ein so. Kind mitfährt, auch mit zwei Sitzern und so. Ja. Aber hat er jetzt auch cool. Umgebaut, oder? Er hat Genau. dann auch den Sitz reingebaut und so. Wäre Geht das hart, schon. wenn ich jetzt sage Stauraumoptimierung? Kindersitz. Zählt Ja, es dazu? Stauraumoptimierung. Stauraum für Menschen. Ja, wäre vielleicht fies. Nee, aber eben wie gesagt, ist auch so eine Sache. Muss man halt einfach umdenken, weiterdenken und dann halt optimieren. Ja. Genau. Hat ja auch gut funktioniert. Ja, eben das Schöne Ja. ist nicht in Stein gemeißelt, wenn einem was auffällt, einfach was dran ändern, ne? Ja, genau, richtig. Nicht drüber aufregen. Ja. Gucken, wie Ja, man es doch, man ändern darf sich auch kann. mal drüber aufregen. Das ist völlig in Ja, Ordnung. aber nicht ein halbes Jahr drüber aufregen und nichts dran Nein, ändern. So das meine wäre ich. doof, ja. Nee, aber wie gesagt, auch hier eben nochmal so eine Sache eben. Ich finde, sich drüber aufregen über manche Sachen ist vollkommen in Ordnung, vollkommen nachvollziehbar und überhaupt nicht verwerflich. Finde ich in Ordnung. Der Frust muss ja auch raus, oder? Genau, haben unsere Nachbarn auch schon das ein oder andere Mal gehört, als ich unseren Camper ausgebaut habe, dass ich nicht so gute Laune hatte. Gut. Ja. Genug Psychologie-Tipps. Richtig. Es war jetzt Hälfte Stauraumoptimierung, Hälfte psychologische Probleme klären und weiß ich nicht. Problembewältigung. Problembewältigung beim Camperausbau und
campen oder so ähnlich. Auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Nee, aber so spontan fällt mir jetzt eigentlich auch erstmal nichts ein. Wie gesagt, ich glaube, es waren ein Haufen Informationen, ein Haufen Ideen dabei oder Sachen, die ich mittlerweile ändern würde, also bei der Planung. Wir sind mit unserem Setup nach wie vor, auch jetzt auf so einer krassen Winterreise oder nach so einer krassen Winterreise, nach wie vor immer noch zufrieden. Ich hätte echt gedacht, dass wir mit mehr Problemen klarkommen müssen, gerade was die Größe und der Platz angeht, mit den ganzen Winterklamotten. Das hat alles ganz gut gepasst, ne? Hat alles super funktioniert. Stauraumoptimierung mit dem Rear Seat Delete war tipptopp, kann ich nur empfehlen. Ja. Wenn man die Rücksitzbank nicht braucht, raus damit und so einen Ausbau hinten rein. Kann man sich ja alles bei uns mittlerweile auf dem YouTube-Kanal angucken, wie das funktioniert. Und genau, somit verweise ich gerne mal auf unseren YouTube-Kanal. Wenn ihr da noch nicht wart, dann schaut doch gerne mal vorbei. Da könnt ihr euch unser neues Podcast-Setup auch mal angucken. Mhm. Und könnt auch gerne mal, wenn ihr das Video angucken solltet, auch bis zum Schluss, dann schon mal vielen Dank. Könntet ihr auch gerne mal noch unten drunter schreiben, ob euch das Ganze gefällt hier mit unserem neuen Studio-Setup. Ja, und übrigens ein schönes Foto von unserer letzten Reise. Genau. Und ja, könnt auch gerne mal, wenn euch noch irgendwas an dem Setup stören sollte, gerne auch mal drunter schreiben, was euch stört oder wie wir es ändern sollen. Ob ihr eine coole Idee habt. Richtig. Wir haben jetzt ja diesmal auch hier die Mikrofone in der Hand. Könnt ihr mal schreiben, ob das gut ist oder nicht oder ob das nervig ist oder ob wir uns da noch was anderes überlegen sollten. Genau. Ja. Und somit, wie gesagt, vielen, vielen Dank vor allem an die Leute, die eisern bis zum Schluss durchgehört haben. Ja, danke an die treuen Hörer. Genau. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten eine gute Zeit. Podcast. Also wir hören uns und sehen uns im nächsten Podcast. Und genau, dann Sonntag wahrscheinlich im nächsten Video. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bye, bye. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf YouTube und Instagram unter Steven auf Reisen vorbei. Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder und bis dahin, happy travels!